Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Black and White 2. Und, ja, ich habe das letzte Schild nicht gesucht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wo es sein könnte. Ist ja auch vollkommen egal. Vielleicht werde ich es durch Zufall nochmal sehen. Wenn nicht, werde ich keine großen Mühen mehr machen. Hier unten vielleicht nochmal? Nein, okay. Gut, wir fangen jetzt an mit ein paar Tutorials. Also diese goldene Rolle ist ja das Kreaturen-Tutorial. Das werde ich jetzt als nächstes machen. Hier ist übrigens eine sehr schöne Nebenaufgabe. Was war das hier? Na komm, steht da irgendwas dazu? Straßentutorial. Okay, das brauche ich nicht wirklich. Egal, okay. Machen wir das kurz. Kreaturen-Tutorial. Ja, die Tutorials ziehen sich. Na, endlich. Hat ja auch nur drei Folgen gedauert. Vier Folgen, drei Folgen gedauert. Und ja, ich werde es zu einer Bestie machen. Zu einer kriegerischen Bestie, die unser Dorf trotzdem in Ruhe lässt. Ne? Oh, Moment, ist es noch süß. Er hat Angst. Er will nicht aus seinem Gehege. Mit der Leine kriegen wir ihn sicher raus. Ja. Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur, um die Leine zu ihr. Ah, ich mach's mit L. Für ein paar Minuten aus dem Gehege lassen. Klickt mit der Aktionstaste auf Perfor. Mach ich schon. Habt ihr euren kleinen Liebling erstmal an der Leine, könnt ihr ihm Befehle erteilen. Komm, geh raus. Das Biest macht alles, was du sagst. Ja, sehr schön. So. Sehr gut. So bringt ihr die Kreatur dazu, sich zu bewegen. Euer kleiner Liebling hat Hunger. Füttern wir ihn. Okay. Klicke mit der Leine in der Hand auf das Feld. Hopp. Komm, geh hin. Sehr schön. Ja, die ganzen Dorfbewohner werden meine Kreatur auch so anbeten. Aber das kommt alles dann noch. Das Getreide sieht lecker aus, ja. Friss. Sehr schön. Jetzt ist der größte Hunger gestillt. Sehr schön. Klickt ihr mit der Leine in der Hand auf ein Objekt, versucht die Kreatur damit zu interagieren. Doppelklicke mit der Aktionstaste auf diesen Felsen, um die Kreatur daran festzubinden. Ja, damit können wir zum Beispiel wundervoll erreichen, dass die Kreatur nicht ausbüchst. Dafür ist ja das Festbinden da, sonst wird es ja hier wahrscheinlich die ganze Zeit rumlaufen und wird irgendwelche Viecher töten. Ihr solltet eurem Liebling jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse erklären. Himmel, er will einen Menschen fressen. Ihr müsst ihm zeigen, dass das falsch ist. Quatsch, wenn das Biest Menschen frisst, wird er stärker. Oh, okay. Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur und bewegt die Maus mit gedrückter Taste rasch hin und her. Strafe muss sein. Nein, bewegt die Maus schön langsam. Belohne den Kleinen. Menschen zu fressen ist schon okay. Na gut, warum nicht? Das tut gut, ne? Oh ja, das tut gut, das tut gut. Oh, so. Mach komm weiter und das Biest wird richtig schön fies. Ja. Was für eine Vergeudung von Menschenleben. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren? Schüttelt einfach eure Hand. Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Warum experimentiert ihr nicht mit eurer Kreatur herum? Ich will jetzt eigentlich gerade nicht mit meiner Kreatur herum. Gut, wir könnten eigentlich mal schauen. Wir können sie trainieren lassen. Genau, das können wir machen. Davon, komm mal her. Komm mal her. Zack, okay. Wir brauchen einen Baum, werde ich dafür sagen. Schauen wir mal, ob er den schon hochheben kann. Und man kann mit Steinen oder mit einem Baum oder irgendwie sowas, kann man die Kreatur trainieren lassen. Indem man einfach auf sie nochmal draufklickt. Und... Oh. Yes, sehr gut. So, trainierst du mal ein bisschen, damit du stärker wirst. Gegen andere Kreaturen dann später einen Vorteil hast. Ha! Fühlt sich schon ein bisschen stärker, ne? So, probieren wir es nochmal gleich. Nimm den Baum. Komm, nimm den Baum. Nimm den Baum, habe ich gesagt. Und trainiere mit dem Baum. Jetzt, seht ihr das? Er ist schon stärker geworden. So, ja. Ich habe jetzt leider wahrscheinlich nicht
Ist er größer geworden? Nein, 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 nein. Mach nochmal. Komm, 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 komm. Oh, Kreatur, mach. So, und trainiere. Ich glaube, ich muss es danach machen, nachdem er trainiert hat. Jawohl. So, jetzt schauen wir mal. Genau, sehr gut. Das will ich machen. Ich will, dass er diese Bäume oft zum Gewichteheben hernimmt, um sich selber zu trainieren. Okay, passt. Sonst reicht mir das. Ich sehe gerade, es wird nicht erobert, weil wahrscheinlich keine Bewohner drin sind. Das ist ja dämlich. Denn eigentlich wollte ich das schon erobern. Na, egal. Gehen wir erstmal wieder zurück. Und haben hier eine kleine Armee. Da können wir die eigentlich hinschicken. Das sind zwei Leute. Zwei werden besiegt. Okay. Dann können wir dieses Dorf hier erobern. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Dorf. Das ist eigentlich relativ cool. Aber da sind Armeen davor. Da muss ich erstmal noch ein bisschen schauen. Was kann ich mir denn übrigens mit Tribut kaufen? Das wäre auch noch ganz interessant. Kann ich mir schon... Naja, man sieht jetzt hier, diese ganzen... Das Multi-Pickup ist zum Beispiel relativ praktisch. Gesten haben irgendwie nicht wirklich funktioniert. Aber egal. Und die Geisterhand ist übrigens auch sehr wichtig. Braucht man dann später für auch eine Mission. Aber was will ich jetzt? Was will ich jetzt? Eine Folterhöhle. Hm. Nein. Das nicht. Wie viel habe ich denn? 80.000? Was kostet denn ein neues? Ach, die Wunder brauche ich noch gar nicht. Na gut, dann werde ich mir... Warte. Das hier kaufen. Genau. Sehr schön. Jetzt habe ich schon mal Bogenschütz. Kann ich wieder einen Bogenschütz machen. Aber wir werden mal ganz kurz das Straßen-Tutorial wegmachen. Desto weiter müssen die Dorfbewohner reisen. Dann sind die wenigstens mal weg. Um ihre kleinen Füße zu schonen. Wollt ihr eine neue Straße bauen, nehmt einfach mit gedrückter Aktionstaste eine vorhandene Straße. Bestimmt mit der Maus die Straßenführung und bestätigt eure Entscheidung mit der Aktionstaste. So, aber wieso sollte ich solche Straßen bauen? Mal im Ernst. Sieht doch scheiße aus. Baut doch mal eine Straße. Okay, bauen wir eine Straße. Und zwar... Aber erst... Das hier... Eine kleine, aber feine Waffenkammer. Gut gemacht. Ach so. Ja, das war keine Straße, die ich eigentlich bauen wollte. Aber auch in Ordnung. So. Nein, das wollte ich nicht. Komm. Oi. So. Genau. Und machen wir es auch so, wie sie es gerade in dem Tutorial gemacht haben. So. Schaut zwar jetzt nicht ganz so toll aus, aber naja, warum nicht? Haben die Soldaten wenigstens einen Parcours zum Trainieren. So, das bauen wir mal ganz kurz auf. Einmal. Zweimal. Baumeister braucht man echt gar nicht. So. Dreimal. Und komm her. Viermal. Ja, man braucht dann später auch sich keine Angst davor haben, auch ein bisschen was von Bäumen herzunehmen. Denn diese kann man ganz leicht nachwachsen lassen. Später mit dem Wasserwunder. Aber jetzt im Moment geht es leider noch nicht. Wie sieht es denn mit den Bedürfnissen aus? Freizeit. Freizeit und Schlaf. Nö, braucht ihr nicht. So, machen wir mal eine kleinere Armee Bogenschützen. Und der Rest hier mit normalen Armeen. Und dann können wir auch langsam mal anfangen, dieses Spiel hier zu beenden. Die sind gestorben. Los, Jungs! Sehr gut. Sehr gut, Leute. Erobern wir. Kommt. Attacke! Ja, ich denke, diese Insel wird nicht mehr sehr lange auf sich warten. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Mission noch nebenbei machen. Hey, du, Griechengott,
Wenn es dich gibt, spitz gefälligst deine Ohren. Meine Tochter ist schwanger. Sie sagt, kein Mann hat sie je berührt. Was sagt uns das? Unbefleckte Empfängnis. Also bist du der Vater. Das ist dein Kind, verdammt. Gib mir eine Mitgift. 1000 Holzeinheiten. Ja, die kann er haben. Hey, Boss. Du bist ja ein richtiger Casanova. Er war es nicht. Wir müssen den echten Vater finden und euren Ruf retten. Hier stimmt etwas nicht, Herr. Nö, ich mach tausend Holzeinheiten. Das geht, glaube ich, schneller. So. Wenigstens drückst du dich nicht vor deiner Verantwortung. Wir werden das Kind zu einem Krieger erziehen, der bereit ist, für dich zu sterben. Jawohl. Du hast ihn bezahlt. Wenigstens ist er glücklich. Und seine Tochter kann weiterhin Freude in der ganzen Stadt verbreiten. Sehr gut. Naja gut, ich habe diese Mission jetzt nur deswegen so gemacht. Man könnte sie jetzt auch verfolgen. Sie würde dann zu einem der Häuser gehen. Und wird da dann frech, wie sie ist, mit einem der Dorfbewohner. Naja, ihr wisst schon. Und dann könnte man dem Vater das sagen und ja, dann hätte er gesagt so, oh ja, super, toll, du bist ein guter Gott, ich bin so glücklich. Und dauert aber ewig, weil bis die schwanger von dort bis wahrscheinlich hier in irgend so eins dieser Häuser geht, ne, dauert zu lange. So, ich schaue mich immer noch ein bisschen wegen den Schildern um. Wegen dem letzten Schild wahrscheinlich. Was haben wir hier? Was für ein Sonnenuntergang. Ah, ja, ich kann mich erinnern. Es geht nichts über einen Feuerball. Ja, ist so gut. Gleich er ist noch so einmal. Gut. Klickt mit der Aktionstaste auf den Himmel, um in den Sonnenuhrmodus zu wechseln. Wenn ihr die Aktionstaste loslasst, bewegt sich die Sonne. Ah, Macht über die Sonne. Ja. Aber große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Zeig uns, wie es läuft, Boss. Na dann. Sonne! Gut gemacht, Herr. Aber alles Licht braucht einen Schatten. Ja, lass ist ja gut. Lass die Nacht hereinbrechen. Will ich aber nicht mehr. Na egal. Komm. Na. So. Zack. Dunkel. Gut gemacht. So. Dann haben wir jetzt hier eine neue Aufgabe gekriegt, jetzt wo wir die Sonne kontrollieren können. Aber sind meine Armeen schon komplett? Das will ich mal schnell sehen. Ja, die schauen gut aus. Nehmen wir mal. Wo haben wir es da denn? Ja, hier. Okay. Das ist die Armee Nummer 3. Attacke. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Ja, er ist ja gut. So. Und die Einser, die Bogenarmee, greift auch gleich mit an. Komm, angreifen. Sehr schön. Okay. Und das wird hier gerade noch immer erobert. Wie weit sind sie denn schon? Sieht man jetzt gerade leider nicht. Schade. Dann jetzt können wir diese schöne Aufgabe hier machen. Und zwar geht die eigentlich relativ schnell. Es ist schrecklich. Dieser Hahn weckt mich jeden Tag auf. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte bring ihn zum Schweigen. Vielleicht können wir ihm helfen, Herr. Hilfe zahlt sich immer aus. Hähne krähen stets bei Sonnenaufgang. Vielleicht kräht der Hahn, bis er heiser ist, wenn die Sonne ausnahmsweise nicht nur einmal aufgeht. Ja, man weiß ja eigentlich schon, was gemacht werden muss. Ich lass mal die Sonne aufgehen. Lass es wieder dunkel werden. Lass die Sonne wieder aufgehen. Lass es wieder dunkel werden. Und lass die Sonne wieder aufgehen. Lass es wieder dunkel. Ah, es war schon. Okay. Wie grausam. Wir haben einen Hahn, einen Gockel heiser gemacht. Gut gemacht. Der Hahn hat seine Stimme verloren. Sehr schön. Gut.
auch wieder 10.000 Tribut. Das ist ein bisschen was, um neue Sachen dann kaufen zu können. Und zwar wahrscheinlich... Oh ja, das will ich zuschauen. Kämpft! Macht sie nieder! Yeah! Kommt! Macht sie platt! Und jetzt kommen die Bogenschützen auch noch dazu. Yes! Das war's auch schon. Hey, hey. Natürlich. Erobern. Erobern. Ja, die können das mal angreifen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was es ist. Egal. Das wird auf jeden Fall jetzt erstmal getötet. Zerstört. Und sonst? Gibt es hier oben noch irgendwas zu tun? Na, irgendwie sieht diese Statue aber immer seltsam aus. Gerne wissen, ob wir da irgendwas machen können. Aber irgendwie ist es auch ein cooler Beat, oder, Leute? Leute, wie lange braucht ihr denn noch? Okay, die erobern. So, was brauchen wir? Wir brauchen Nahrung. Natürlich, wenn wir jetzt so viele Armeen haben, brauchen wir auch dementsprechend viele Nahrungseinheiten. Deswegen werde ich mal ein großes Feld nochmal bauen. Zack. Und ein paar neue Bauern. Bauern. Du bist auch ein Bauer. Du Bauer, du. So, Bauern. Bekehrter Bauer. Hier auch. Ich brauche, denke ich, nicht mehr so viele Brüter. Bekehrter Bauer. Yay! 8000 Tribut fürs Erobern. Und hier nochmal ein Brüter. Bauer. 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 Ich habe leider noch keinen Multi-Pickup. Bekehrter Bauer. Das wäre nochmal ein bisschen angenehmer. Aber bevor ich dieses Multi-Pickup hole, werde ich mir zuerst etwas anderes noch kaufen. Und zwar... Euer göttliches Eingreifen hat unser Volk vor dem drohenden Untergang bewahrt. Es ist nun stark genug, um auf eigenen Füßen zu... Ja, wird langsam Zeit, dass wir den Azteken eine Lektion erteilen. Zunächst müssen wir unserem Volk wieder zu seinem alten Glanz verhelfen und die Unterstützung all der anderen Stämme gewinnen. Vergiss es! Wo waren die anderen, als wir sie gebraucht haben, hä? Erobern wir sie einfach! Ja! Los, komm schon! Genau das ist meine Rede. Wir werden sie erobern. Wir können jetzt dann in die nächste Insel. Das ist sozusagen die Tutorial-Insel gewesen. Ich werde jetzt dann vielleicht noch... Ja, ist gut. Ja, ist ja gut. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen nach dem letzten Schild suchen. Und dann können wir in der nächsten Folge, falls ich es finde, loslegen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz die Kinderkrippe kaufen, denn die will ich auf jeden Fall noch haben. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann diese Insel verlassen und uns aufmachen gegen wirkliche Gegner. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.